Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei mir und zwar Timo ist back. Hier seht ihr ihn. Hallo Timo. Hallo Thorsten, Servus. Wir haben dich ja schwer vermisst hier in der YouTube-Community. Endlich lässt du dich mal wieder blicken und der Timo lässt auch gleich mal richtig krachen, denn zwei Breaking News. Das erste ist, er wird euch verraten, welche Aktien er gekauft hat. Er ist nämlich nicht untätig geblieben in der Zwischenzeit. Und das zweite, was der Timo euch dann selbst verraten darf, natürlich die Aktien verrätest du uns auch selbst oder beichten. Du bist jetzt auf der anderen Seite der Macht angelangt mit drei Buchstaben, Timo, oder? Wo treibst du dich denn ETF? momentan so rum? ETF, genau. Ja, Okay. um das mal kurz aufzugreifen, seit August 2020 Teammitglied bei Extra ETF. Also Extra ETF, wer es nicht kennt, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, aber ich erkläre es trotzdem nochmal. Wurde 2007 von Markus Jordan gegründet und Markus hat also die Plattform Extra ETF jetzt innerhalb der 15 Jahre zu einer der größten Finanzplattformen in Deutschland aufgebaut. Also wir haben jeden Monat 600.000 regelmäßige Nutzer auf unserer Seite, die sich über ETFs und Krypto und Aktien und Robo-Advisor und alles rund ums Thema Geldanlage informieren. Und wir bieten auch mit dem Extra ETF Finanzmanager ein ganz, ganz tolles Tool, um sein Depot zu tracken und zu analysieren und zu optimieren. Und jetzt bin ich am Ende dieses Werbeblocks angelangt, aber ich wollte halt nur noch mal geben, was wir so machen. Ja, also einer, auf jeden Fall mindestens zwei interessante Worte waren dabei in deinen Ausführungen. Also ein ganz Oh, interessantes war immerhin vielleicht, wie zwei. gesagt, das hieß Aktie, das andere hieß ETF. Weil das Interessante ist nämlich, in diesem Video hier gibt es nämlich nochmal Breaking News, nämlich nicht nur der Timo wird euch was zeigen. Man könnte ja schon fast sagen, gebeichtet, dass er zu den ETFs gegangen ist, aber tatsächlich ist es ja so, dass es kein Widerspruch ist, Aktie oder ETF. Das habe auch ich immer gesagt. Man kann es auch wundervoll kombinieren und das sieht man auch daran, dass ich in meinem Depot auch ETFs habe. Man höre und staune, Aktien finden hat auch ETFs und ich werde euch zeigen, welche zwei ETFs ich in meinem Depot habe. Das heißt, der ETF Timo zeigt euch, welche Aktien er vor kurzem gekauft hat. Ne? Vor kurzem hast du die gekauft, oder? Genau, das sind drei Aktien, die jetzt Genau. wirklich kürzlich in meinem Depot gelandet sind. Und Genau. ich, der Aktienfinder, zeige euch, welche ETFs ich in meinem Depot habe. Genauer gesagt, es ist das Firmendepot. Jetzt erlaube ich mir mal noch hier eine Kleinigkeit. Und zwar, dein Werbeblock war ja unvollständig. Das hier ist extra ETF. Ne? Ja, Und da gibt genau. es auch mein Gesicht. Seht ihr das? Na, hier, ne? Ja, genau. So, gibt es auch mein Gesicht. Das heißt, ich habe da jetzt auch eine Gastkolumne drin und ich schreibe nicht über ETFs, weil da kennt sich der Timo besser aus als ich, sondern ich schreibe über Aktien. Und das tut nochmal das unterstreichen, was ich meinte. Aktien und ETFs, die schließen sich nicht aus. Es gibt durchaus Anleger, für die sind vielleicht nur ETFs interessant, weil sie sich mit Einzeltiteln beschäftigen wollen. Ist okay. Aber es gibt durchaus auch viele Anleger, denen machen Aktien Spaß, aber die sehen dann auch wie eine Notwendigkeit oder einen zusätzlichen Nutzen, doch auch mal in ETF zu gehen, welche noch ausführen. Das ist zum Beispiel bei mir auch der Fall gewesen. So, und jetzt gibt es noch einen Rabattcode. Wolltest du das gerade sagen? Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich total happy bin, Thorsten, dass du jetzt mit dabei bist, regelmäßig mit der Kolumne. Also das Extra-Magazin kommt ja immer alle 2 Monate. Also ihr werdet immer alle 2 Monate, wenn ihr das Magazin bei uns im Shop oder an jedem gut sortierten Kiosk natürlich käuflich erwerbt, dann werdet ihr da den guten Thorsten lesen. Und ihr habt sogar, ich glaube, darauf wolltest du jetzt hinaus, ihr habt sogar noch eine Möglichkeit, das Ja, noch mal ein bisschen ein kleines genau. Schnäppchen zu machen. Ja, genau. Also unten in der Videobeschreibung werde ich noch einen Link platzieren. Der gibt es dann einen Code und der Code erlaubt euch dann, das Ganze online zu kaufen. Ne? Und zwar zu einem rabattierten Preis. 20%, glaube ich, Abschlag. 20% haben wir ausgemacht, ne? Ich weiß es Genau. nicht mehr. Du hast mir irgendwas geschickt. Okay, auf jeden Fall kriegt ihr das dann günstiger. So, jetzt zum eigentlichen Thema. War natürlich alles wichtig, was wir gesagt haben, aber jetzt wird es noch wichtiger, ne? Jetzt sagen wir erstmal, jetzt mal einen Spickzettel. Ich glaube, mit dir geht's los. Und zwar verrätst du uns deinen ersten Aktienkauf, ne? Timo. Mein erster Aktienkauf. Also Fängt mit. nur um das nochmal
zu sagen, also es geht jetzt nicht um die erste Aktie, die ich jemals gekauft habe, sondern es geht um, wir wollen ja heute über drei Aktien sprechen und ich verrate jetzt die Aktie Nummer 1, die jetzt kürzlich bei mir ins Depot gewandert ist. Mhm. Und da hole ich mir noch mal kurz meinen kleinen Spickzettel zur Hand, denn ich glaube, das ist eine Aktie, die auf jeden Fall ein bisschen polarisiert. Und ich sage, ja, passt schon. Wir machen hier, ich mache hier die Begleitmusik. Die Begleitmusik. Okay. Mhm. Also, ich habe kürzlich, Ende letzten Jahres, habe ich die TeamViewer gekauft. Und zwar zu einem Preis von 12,19 Euro. Ich weiß, jetzt werden einige von euch Schnappatmung kriegen, weil das ist eine Aktie, die aufgrund ihres Kursverlaufs im vergangenen Jahr irgendwie natürlich auch sehr viele Emotionen hervorruft. Also die ist ja von über 50, ist die auf unter 10 sogar im Extrem dann runtergerauscht. Okay. Das hat gute Gründe. Darauf gehe ich auch gleich nochmal ein. Aber ich habe die jetzt halt zu 12,19 Euro eingesammelt. Und ich glaube, dass ich auch relativ gute Argumente dafür habe, dass man das aktuell zu einem vertretbaren Niveau tatsächlich machen kann. Also ich gehe noch mal ganz kurz ein darauf, was TeamViewer macht, also das Geschäftsmodell. Also das Erste ist ja schon mal, Timo hat Nerven aus Stahl, ne? Dass du TeamViewer gekauft hast. Das ist jetzt tatsächlich eine der Aktien, wo ich relativ optimistisch bin, dass ich da wirklich alles richtig gemacht habe. Also ich glaube, Nerven aus Stahl hatten die Leute, die bei 50 Euro eingestiegen sind. Nee, die hatten die reine Gier wahrscheinlich. Ja, oder die reine Gier, ja genau. Also genau. Eins oder das andere. Ja, und deswegen, also natürlich muss man jetzt aufpassen, darauf wollte ich jetzt gleich auch nochmal zu sprechen kommen, die ist ja also von 12,19 auch tatsächlich irgendwann vor 2 Wochen auch schon mal auf über 15 gelaufen. Und dann im Tech-Abverkauf, also als der Nasdaq an 100 unter Druck geraten ist, also nicht, weil die Aktie jetzt im Nasdaq gelistet ist, aber im Zuge dessen, weil es ja auch ein Technologiewert ist, ist die Aktie auch massiv unter Druck geraten und dann überproportional im Abverkauf dann auch nochmal gefallen. Also das heißt, wenn man jetzt so rein charttechnisch rangeht, ist die Aktie auf jeden Fall, ja, bräuchte man tatsächlich Nerven aus Stahl. Wenn man jetzt aber eher den fundamentalen Blick auf die Aktie wirft, dann glaube ich, hat man solide Argumente dafür, dass die Aktie in einem überschaubaren Zeitraum höher stehen kann, als sie heute bewertet ist. Mhm. Und darauf wollte ich jetzt eigentlich nochmal kurz eingehen. Also mach ruhig, rechtfertige dich gerne. Ja, genau. Ich habe du hast mich schon hier richtig in die Ecke gedrängt, Thorsten, ne? Argumente. Ich habe überhaupt keine Argumente gesagt. Ich pose hier nur ein bisschen. Jetzt kommst du ja mit den Argumenten. Okay. Also Geschäftsmodell, nur ganz, ganz kurz. Also das Geschäftsmodell nennt sich Remote as a Service. Ist also so eine Remote-Plattform, die zum Beispiel Fernwartung von PCs oder auch Maschinen anbietet, im Zuge von Industrie 4.0, ist sowas natürlich auch sehr, sehr interessant. Ich denke, TeamViewer ist auch bekannt für Videokommunikation. Also es gibt ja nicht nur Zoom und Teams, sondern man kann das also auch über TeamViewer abwickeln. Und im Bereich Augmented Reality wollen sie also auch weiter Gas geben, sage ich jetzt einfach mal, weil das zum Teil also auch in der Logistik wohl ein ganz großer Case in den nächsten Jahren werden könnte. Und insofern sind sie da, also platt gesagt, es ist halt einfach ein klassischer Technologiekonzern. So, und kann ich jetzt beurteilen, ob TeamViewer in all diesen Bereichen einer der besten Spieler am Markt ist? Nein, das kann ich nicht beurteilen, weil dann hätte ich ja zig Unternehmen screenen müssen und ich hätte, glaube ich, auch einen Haufen Technologie- und Softwarekompetenz mitbringen müssen, um mal herauszufinden, okay, sind die TeamViewer-Lösungen jetzt wirklich das Maß aller Dinge oder gibt es da noch andere, die interessant sind? Das kann ich ehrlich nicht beurteilen. Aber kann ich beurteilen, ob die Aktie fundamental attraktiv bewertet ist? Ja, ich glaube, das kann ich zumindest solide verargumentieren. Und da können wir uns hier einfach mal anschauen. Ich habe ja schon gesagt, zu 12,19 Euro habe ich sie gekauft. Und ich gucke mir jetzt einfach mal den Forward-Umsatz an. Also der Umsatz soll 2022 bei 586 Millionen liegen und der Gewinn je Aktie
ungefähr bei 48 Cent. Das sind jetzt Zahlen, die ich jetzt zumindest bei Finanzen Net gefunden habe. Wie Finanzen Net? Finanzen Net, ja. bei so einem anderen Billiganbieter. Sollen wir das gleich mal überprüfen? Was hast du gemeint? 586 Gewinn. Millionen ist wohl die Konsensschätzung für 2022 im Umsatz. Okay, Glück gehabt, stimmt. 585,75, ja. Und der Gewinn der Aktie soll bei 48 Cent liegen für 2020. Okay, ich hab 47, also das passt schon. Mhm. Ja, okay, da haben sie mich natürlich, da haben sie mich grob aufs Glatteis geführt. Hätte ich das gewusst, dass es nur 47 Cent sind? Nein, Spaß. Also ich glaube, also Zahlenmaterial ist erstmal valide, das stimmt, mhm. So ungefähr, also zumindest die Konsensschätzung, ob sie es jetzt erreichen, ist natürlich eine andere Frage. Aber bei einem Kurs von 12,19 Euro habe ich die Aktie jetzt zu einem Kursumsatzverhältnis von 4 gekauft und zu einem KGV von ungefähr 25. Und ich finde, das ist jetzt eigentlich eine Bewertung, die für ein Technologieunternehmen nicht wahnsinnig sportlich ist. Und ja, ich weiß, dass große Zweifel am Management bestehen, weil wer announced zu einem Kurs von 50, 54 Euro, dass man jetzt, ich glaube, jedes Jahr nicht nur, also mehr als 15% des EBITDA für Marketing ausgeben möchte, um auf einem Trikot platziert zu sein von einem Fußballverein. Da kann man halt sagen, okay, das war jetzt vielleicht nicht besonders smart und ich glaube, da wurden ja auch Maßnahmen schon ergriffen. Der CFO ist ja ausgetauscht worden. Aber ja, was mich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen optimistisch stimmt, ist Folgendes. Wenn man jetzt mal nur davon ausgeht, dass wir jetzt alle zu diesem Kurs eingestiegen werden, bei dem ich jetzt eingestiegen bin, dann kann man doch ausgehen, okay, die geben jetzt 70, 75 Millionen im Jahr dafür aus, um indirekt in einen sehr, sehr großen und möglicherweise auch relevanten Markt zu kommen. Weil was glaubt ihr, würde das kosten, mit Marketingmaßnahmen im Großraum Asien überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen? Ich behaupte, das wären mehr als 70, 75 Millionen, die man da im Jahr ausgeben müsste. Und da habe ich jetzt eine Verständnisfrage. Diese 70, 75 ja. Millionen, beziehen Sie sich auf die Werbeverträge, die sie abgeschlossen haben, die schon da kritisiert wurden, Manchester United oder? Das ist schon irgendwie Manchester und dann gibt es, glaube ich, noch einen Formel-1-Deal. Ich meine, das ist alles so in diesen 70 Millionen schon drin. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Manchester ist irgendwas mit 40, 45 Millionen oder so. Mhm. So, aber Manchester ist halt eine starke Marke in Asien. Also das heißt, es gibt wirklich viele, viele Asiaten, die dort Fußball schauen, auch wegen Manchester. Und deswegen ist es gar nicht so unsmart, dann halt zumindest im Fernsehen oder im Internet, dass dort halt viele, viele Menschen mit der Marke TeamViewer, auch wenn sie jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht wissen, was das ist oder wofür das taugt, in Kontakt bekommen. Also keine Ahnung, ob sich das auszahlt, aber ich finde es jetzt so unklug eigentlich nicht. Und wie gesagt, 50 Euro war es ein Schmarrn, um es offen zu sagen, aber zu 12,19 Euro ist es jetzt nicht mehr so schlimm. Also es ist immer eine Sache der Perspektive oder beziehungsweise des Einstandskurses. Ne? Ja, richtig. Also ich finde TeamViewer an sich auch wirklich interessant, das Spielfeld, wo die sind. Du hast Industrie 4.0 schon genannt. Ich hab die Aktie auch mal mir näher angeschaut gehabt. Und ich habe auch Videos geschaut gehabt, auch Augmented Reality, wo die Leute dann so Brillen aufhaben, auch für Fernwartung, wo dann irgendwo ein Techniker sitzt und da ist der Arbeiter und dann ist irgendein Problem, weil die Maschine nicht das tut, was sie tun soll. Und dann schaltet er quasi einen Ingenieur oder irgendjemanden dazu, der ein Experte ist für diese Maschine, der leiht sich quasi dieser Experte die Augen desjenigen, der da jetzt drauf guckt mit der Brille, er kriegt es übertragen und kann gleichzeitig der Ingenieur in die Sicht, also in diese Brille von dem Arbeiter, was einmal zum Beispiel im Pfeil, so geht es dahin oder dann er tut so eine Betriebsanleitung einblenden, genau die Seite, die er wissen muss, was er tun muss. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Und du hast auch Asien schon genannt, also Asien ist definitiv auch ein Wachstumsmarkt und allgemein ja auch hier mit Corona, Homeoffice und so weiter, Digitalisierungspush, das spielt eigentlich alles TeamViewer in die Hände. Und ja, TeamViewer
TeamViewer ist ja ein Stück weit Opfer des eigenen Erfolgs geworden, ne? Weil ich weiß auch noch, erstens, sie konnten nicht abschätzen, als dieser ganze Run auf die TeamViewer-Produkte stattfand, wie dauerhaft das sein wird, wie groß jetzt wirklich die Nachfrage sein wird, weil es ist ja immer ein Problem. Beim Aktienfinder ja auch, wir haben ja auch einen Run und wir müssen auch immer einschätzen. Jetzt, ja, es ist vielleicht nicht so groß wie TeamViewer, aber wir müssen ja auch unsere Kapazitäten erweitern. Ja. Wir haben jetzt auch Stellenanzeigen geschaltet und so, aber du kannst ja nur dann Stellenanzeigen beispielsweise schalten, oder bei TeamViewer müssen wir noch viel mehr machen, wenn man dauerhaft davon ausgeht, dass eine höhere Nachfrage ist. Aber dieses Corona-Ding, das war ja quasi eine Welle, wie wir jetzt auch bei vielen anderen Unternehmen sehen, es war eine Welle, die jetzt im Nachhinein wieder abflacht. Und es ist ja nicht nur, glaube ich, diese Fed-Entscheidung, dass sie sagen, wir erhöhen die Zinsen, sondern es ist auch tatsächlich teilweise fundamental getrieben, dass einfach dieser massive Push in die Digitalisierungsunternehmen rein, ich nenne es mal einfach so, nicht von Dauer ist, sondern teilweise halt Umsätze auch vorweggenommen hat. Ne? Richtig. Und, ja, und dann haben wir halt, also ich finde es halt auch echt ein interessantes Spielfeld, Geschäftsfeld, wo TeamViewer ist. Sie haben halt viele hauseigenen Fehler gemacht. Vieles hast du ja schon genannt gehabt oder was kritisiert worden ist. Vielleicht stellt sich es hinaus im Nachhinein, dass es ja doch kein Fehler war mit den Marketingausgaben, Manchester United, Formel 1. Ja, ich weiß es halt nicht. Ne? Also ja, genau. Aber ich sage zu 50 Euro, Aktie 50 Euro, dieser Deal Blödsinn, Aktie bei 12 Euro, dieser Deal kratzt mich jetzt nicht so. Das können wir jetzt ja noch abschließend mal angucken, weil wir haben hier den Aktienfinder und du hast ja auch schon das KUV von 4 genannt ungefähr, ne? Wo du die Aktie gekauft hast. Genau. Ne? Ja, das war also hier unten irgendwo am Bottom oder sehr nah. Es ging jetzt sogar mal ganz kurz unter 4, aber 4 ist immer noch quasi sehr, 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 sehr tief. Momentan bei 5,4, das heißt, die Aktie ist in der Zwischenzeit gestiegen. Ne? Ja. Du sitzt also auch schon auf Buchgewinnen sozusagen. Ja. Wenn man hier sich den fairen Wert anschaut, da siehst du ja erst einmal die ganze Dramatik. Also es waren die über 50 Euro und dann hier unten drunter bis auf 12, 10 Euro, hast du sogar gesagt, mal wäre sie gefallen am absoluten Tief. Mittlerweile 15, 71. Und jetzt ist halt die Frage, erstmal nur weil eine Aktie fällt, heißt es ja nicht, dass sie jetzt günstig ist. Ne? Also Wirecard, weiß nicht, ob Wirecard mit Wirecard noch gehandelt. Also die ist ja auch optisch günstig, Anfängerfehler. Aber wenn wir jetzt halt noch die Gewinne einblenden, also Gewinn, bereinigter Gewinn beispielsweise, das hier, dann sieht man zum einen, dass es nach oben gegangen ist, dass die Gewinnentwicklung ja sehr positiv verlaufen ist. Wir haben hier die Unterschiede zwischen dem bereinigten Gewinn und dem bilanzierten. In erster Linie für diese Unternehmen ganz typisch Aktienoptionen, die halt dem Unternehmen Geld kosten, die hier quasi den bilanzierten Gewinn reduzieren in erster Linie und hier eben nicht beim bereinigten Gewinn. Und dann sehen wir hier diese Multiples, die mit wie vielfachen die Aktie bewertet ist. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein KGV von 60 und bereinigtes KGV von 53. Das ist jetzt immer noch nicht, ganz billig, ne Timo? Aber ja, Wenn man jetzt von diesem Gewinn je Aktie für 2022 ausgeht, ist mein KGV natürlich niedriger, ne? Ja, okay, dann muss ich jetzt perfekt eingehen. Perfekt. Du hast nämlich gleich richtig erkannt. Das hier ist natürlich das sind die letzten Ist-Zahlen. Und hier sehen wir dann tatsächlich, dass wir hier insbesondere auf den bereinigten Gewinn, und das wird dann interessant, ich tue hier mal ein bisschen hier dann da reinzoomen, dass man das besser sieht. Und da haben wir jetzt echt nur ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 23 und ein Jahr drauf von 18 und dann sogar angeblich nur noch von 12, ja. Wobei hier die Anzahl der Analysten weniger wird. Aber hier ist es tatsächlich so, dass die Aktie dann richtig günstig erscheint. Legen wir mal kurz einen fairen Wert drüber hier, bereinigt. Dann sieht man das Ganze hier auch. Man kann sogar runtergehen und sagen, wir haben hier Wachstumsraten prognostiziert fürs laufende Geschäftsjahr und fürs nächste von ungefähr 25%. Da kann man durchaus auch mit dem Risikoabschlag
Also ein 30er, 35er KGV kann man da eigentlich immer noch rechtfertigen und dann würde das Ganze so aussehen wie ein 35er, sogar wenn wir einen 30er machen, dann bist du immer noch leicht in der Unterbewertung drin, hast du immer noch eine schöne Renditeerwartung aufs Jahr von über 30% und von 66% hier über die 23 Monate, die wir jetzt haben, haben wir jetzt Anfang Februar. Also insofern kann ich schon das nachvollziehen. Du sagst quasi, die Stimmung ist zu schlecht. Dann haben wir auch noch einen negativen Trend jetzt, weil der Nasdaq abgeraucht ist. Das hat dann irgendwann mit dem Unternehmen gar nichts zu tun. Und fundamental erscheint die Aktie aber attraktiv bewertet. Und das konnte ich jetzt echt nachvollziehen, ja. Ja, also das Ding ist, die sind jetzt heute, also Disclaimer, wir nehmen das Video am Mittwoch, am 2.2. auf. Und also die Aktie ist heute, weil nochmal der Ausblick fürs Gesamtjahr rausgekommen ist, ist nochmal um 14, 15% nach oben geschossen. Also die notieren aktuell irgendwo über 15 Euro. Also jetzt stand, mein letzter Stand ist Ja, so vor einer genau. Stunde. Das heißt, ich habe 15,71 habe ich hier. 1,71. Dass, wenn jetzt nochmal sich herausstellen sollte, dass wir eigentlich jetzt in den letzten Wochen nur eine kleine Bärenmarkt-Rallye erlebt haben, dann wird die TeamViewer nochmal überproportional abverkauft. Also ich würde sogar behaupten, wenn der Nasdaq 100, 5% Soll macht, dann macht die TeamViewer mindestens das Doppelte. Also das heißt, ja, ich bin jetzt mit ein bisschen Momentum da reingestartet. Ich glaube, dass meine Argumentation auch nicht so schlecht war, dass mein Timing da auch zufällig ganz gut war. Und das ist übrigens auch dir mit zu verdanken, Thorsten, weil ich glaube, das ist so in dem Zuge entstanden, so, also auch so mit über deine Videos oder über den Kontakt auch, den wir jetzt über das Extra-Magazin aufgebaut haben. Und da bin ich dann tatsächlich auch nochmal auf die Suche gegangen und habe dann für mein Depot da nochmal ein bisschen, auch mit dem Aktienfinder übrigens, habe ich mir die Aktie dann angeschaut und genau, das hat mir dann also auch in meiner Investitionsentscheidung ein bisschen geholfen. Gut, und im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Also nach den ersten wenigen Wochen, wo du die Aktie im Depot hast, sieht es immer ganz gut aus. Ich hoffe, ich drücke dir die Daumen, dass es dann auch weiterhin so sein wird. Also ich konnte jedenfalls fundamental betrachtet deine Entscheidung nachvollziehen. So, das wäre dann erst zu TeamViewer gewesen, ne? Und da gibt es noch was. Genau. Gut, Aber dann. Thorsten, eine Frage habe ich. Also du hast dir die Aktie auch angeschaut, aber du hast jetzt nicht gesagt, okay, das ist jetzt, die muss ich haben. Also was ist denn da? Also der Grund dafür, bist du da noch eher ein bisschen vorsichtig, weil du das Rückschlagspotenzial noch siehst? Oder was hat dich dazu bewogen? Naja, es gibt ja mehr als nur eine Aktie. Das war jetzt aber nicht abgesprochen, die Frage. Es gibt ja mehr als nur eine Aktie, die attraktiv ist. Und ich habe ja jetzt in den Livestreams, die ich mache, einige Aktien vorgestellt, die ich gekauft habe. Und bei TeamViewer habe ich einfach nochmal die Hände davon gelassen, weil die Managemententscheidung tatsächlich, Management hat kein wirklich gutes Licht aufs Unternehmen geworfen. Ja. Also fundamental habe ich gesagt, kann ich das alles nachvollziehen. Das Geschäftsfeld finde ich auch interessant. Aber wenn ich irgendwo kein so gutes Gefühl habe und beim Management mich mir einfach unsicher, dann nehme ich lieber andere Unternehmen, die halt nicht so einen Knick haben, sage ich mal. Oder Knick war jetzt der falsche Ausdruck. Aber die halt nicht so einen Haken haben, eher so rum. Und es gibt halt genügend andere gute Alternativen. Und insofern stand ich da jetzt nicht unter Zugzwang, unbedingt jetzt bei TeamViewer zugreifen zu müssen. Nee, Ja. okay, das kann ich, also absolut, kann ich absolut nachvollziehen. Für mich war das halt so, dass ich gesagt habe, okay, wir haben jetzt noch Permira mit 20% da drin und es sind noch diverse andere große Institutionelle mit großen Anteilen drin. Also das heißt, über diese institutionellen Großinvestoren, die natürlich auch ihr Geld vernünftig verzinst haben wollen. Also ich glaube, der Börsengang hat zu einem Kurs von 25 oder 26 stattgefunden. Permira hat dann ein bisschen Kasse gemacht. Und dann, also ich kann mir kaum vorstellen, dass die sagen, okay, also wir geben die jetzt unter unserem Einstandspreis nochmal ab.
Also die werden da mit Sicherheit schon ein Auge drauf haben, dass das Management jetzt keine unsoliden Entscheidungen trifft, sagen wir es so. Ja, Also die waren ja schon die ganze Zeit drinnen, ne? Und das Management ist ja trotzdem kritisiert worden. Aber okay, also es bleibt im Prinzip dabei. Also fundamental kann ich es voll nachvollziehen, vom Geschäftsfeld auch, vom Geschäftsumfeld auch. Es ist ein interessantes Geschäftsmodell. Mit dem Management muss man halt mal sehen, aber da hast du ja auch schon gesagt, der CFO beispielsweise, der geht ja jetzt auch dieses Jahr. Ich glaube, er ist noch da, aber er wird gehen. Naja, okay, gut. Dann würde ich sagen, wechseln wir mal das Thema. Jetzt bin ich derjenige, der was zu erzählen hat. Und zwar, im Firmendepot habe ich zwei ETFs liegen. Und warum jetzt ETFs und nicht nur Einzelaktien? ETFs sind halt pflegeleichter tatsächlich. Und es ist ja bekannt, du kaufst da irgendwo den breiten Markt ein. Im Regelfall, wenn es jetzt kein Themen-ETF ist. Und das habe ich dann auch gemacht. Weil ich habe in meinem Privatdepot um die 30 Aktien, dann habe ich noch das Standarddepot mit 20 Aktien. Natürlich habe ich in meinem Unternehmensdepot auch nochmal ungefähr 2 Dutzend Aktien liegen. Das wird irgendwann halt mal so ein bisschen viel, ja. Und wenn du dann halt so Geld hast und so, könntest du jetzt alle Aktien, die du eh schon hast, quasi nochmal nachkaufen, so wie so ein Sparplan, nur halt per Hand. Aber per Hand deutet es schon an, ist schon relativ aufwendig. Und dann habe ich mir dann gesagt, nee, such dir auch mal ETFs und dann gehst du da in die ETFs rein. Gibt zwar dann so eine Doppelung, wenn man einzelne Aktien hat und die sind auch in dem ETF vertreten, aber sei es drum, ist jetzt nicht so wild. Welche ETFs habe ich? Ich sage jetzt mal den ersten, das ist so ein Emerging Markets ETF. Ich blende die Geschichte mal hier ein. Der hat übrigens eine eigene Webseite. Beide ETFs, die ich habe, haben eine eigene Webseite. Das heißt, die sind sehr groß. Der hat das Symbol EMQQ. Und das ist auch sogar schon die UCITS-konforme Variante. Die ich habe, in die können Investoren gar nicht investieren, weil die nicht diese UCITS-konform sind, weil die kein KIZ-Blättchen rausgeben. Andere Geschichte, kommen wir nachher vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf. Und das ist jetzt so ein Emerging Markets ETF und da gibt es dann auch hier das Factsheet. Nicht nur Emerging Markets, sondern Emerging Markets Internet und E-Commerce. Das heißt, der hat eine, hier ist das Factsheet, wer schaut, in welche Aktien der investiert, ich hoffe, das sieht man hier, dann sind es hauptsächlich Technologiegesellschaften, hier sieht man es. Und das sind jetzt Aktien, die ich zum Beispiel nicht in meinem Firmendepot habe. Also ich habe in meinem Firmendepot keine Einzelaktie von Tencent oder Alibaba oder sonst irgendwas. Aber die sind dann hier zum Beispiel drin. Also JD.com, Mercado Libre, Sea Limited, auch Tencent, Alibaba. Das ist dann sozusagen die Region, 57% China. Und dann gibt es aber noch andere Regionen. Auch Südamerikas, beispielsweise Mercado Libre, die sind auch hier drin, Indien und so weiter. Und diesen EMQQ, diesen Emerging Markets ETF, der technologielastig ist, den habe ich reingenommen, sozusagen als Beimischung, dass ich auch da einen Fuß in der Tür habe. Der ist momentan im Minus, weil man weiß ja, dass es da Probleme gegeben hat in Asien. Es wird jetzt ein bisschen überlagert durch diese Zinserhöhungen in den USA. Aber nichtsdestotrotz, im Rahmen von Diversifikation bin ich auch da drin und ich halte dann diesen ETF, so wie in der Regel auch die Aktien, ebenfalls langfristig. So, jetzt glaube ich bei euch, ihr habt auf der extra ETF-Seite auch so einzelne Spezialrubriken, wo es dann auch darum geht, den Leuten entsprechend die ETF-Suche leichter zu machen bei Spezialbereichen, also zum Beispiel Emerging Markets, ne? Bin ich da richtig? Ja, es sind nicht unbedingt Spezialbereiche. Also worauf du anspielst, sind unsere ETF-Empfehlungslisten, die wir erstellt haben. Kann ich euch auch mal Okay. kurz mitnehmen auf unsere Seite? So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt gut sehen. Also wir sind jetzt auf der Startseite von Extra ETF. Das ist unser Claim. Wir helfen dir finanziell zu wachsen. Und hier könnt ihr über den Reiter ETF-Suche in unsere ETF-Empfehlungslisten gehen.
Also das heißt, jeder, der, also ich fange mal so an. Es gibt in Deutschland über 2000 ETFs und auf alles Mögliche. Also du kannst mit ETFs kannst du Kryptowährungen handeln, du kannst Rohstoffe handeln, Aktien, Anleihen, das volle Programm. So. Wenn du jetzt dich für einen bestimmten ETF interessierst und du weißt zumindest, so jetzt wie der Thorsten, ja, ich möchte in Emerging Markets investieren, aber ich weiß nicht, welcher ETF tatsächlich richtig gut ist, dann hat unser Datenteam hier von Extra ETF auf bestimmte Indizes oder bestimmte Anlageklassen schon ETFs vorsortiert nach bestimmten Kriterien. Also zum Beispiel Aktien Schwellenländer, ETFs auf den S&P 500, ETFs auf den MSCI Europe und auch die Industrieländer. Das ist dann übrigens so der Klassiker, der MSCI World. Und hier wäre dann zum Beispiel der MSCI All Country World drin oder auch der FTSE All World. Das sind ja diese ETFs, in denen die Industrieländer-Indizes und die Emerging Markets-Indizes in einem einzigen ETF schon integriert sind. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich möchte einen einzelnen Emerging Markets ETF, dann kannst du hier drauf gehen und dann siehst du hier, dass wir 4 ETFs herausgesucht haben. Hier sieht man auch, das ist ein bisschen unübersichtlich jetzt mit dem Chart, aber hier siehst du jetzt also die aus unserer Sicht besten ETFs auf verschiedene Schwellenländerindizes. Also, okay, und wenn ihr sagt besten, kann man das, ist es transparent, was unter beste zu verstehen ist? Ja, absolut. Also da haben wir auch einen eigenen Artikel hier auf der Seite. Also da haben wir ganz transparent gemacht, wie unser Datenteam da vorgegangen ist und nach welchen Kriterien die dann halt diese ganzen ETFs gescreent haben. Also es mussten so ein paar, Grundkriterien erfüllt werden. Also wir haben da keine ETFs reingenommen, die unter einem Fondsvolumen von 100 Millionen US-Dollar hatten, weil halt je größer das Fondsvolumen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Fonds also auch dauerhaft weiter betrieben wird und nicht mit irgendwelchen anderen Fonds verschmolzen wird oder im schlimmsten Fall sogar komplett eingestampft wird. Stimmt, da bin ich nämlich mal drauf reingefallen. Und damals war ich noch jung und naiv. Und da gab es, da muss ich sagen, kleiner Schwank aus der Vergangenheit. Übrigens, Timo, man sieht dich nur halb, du müsstest weiter nach rechts in den Splitscreen. Entschuldigung. Ja. Du bist doch so hübsch, dass man dein Gesicht sieht. Also, zurück zum Schwenk. Ja, also, genau. Also, das war vor der Finanzkrise noch. Und da habe ich so ein Heftchen gehabt, Stiftung Warentest. Und die haben dann auch das gemacht, was euer Team macht, nämlich sie haben versucht, die besten ETFs zu finden. Und dann habe ich so ein ETF halt genommen, der war da, Top-Platzierung. Was die nicht berücksichtigt hatten, war eben, also ich nenne es jetzt mal Marktkapitalisierung, ja, von dem ETF. Und der war relativ klein. Und nach 4-5 Jahren ist der eingestellt worden. Ja. Und es war ärgerlich, weil es war noch vor der Abgeltungssteuer. Mhm. Ja, also das war noch steuerfrei und dann Pech gehabt. Ne? Ja. Und der wäre dann in irgendwas anderes überführt worden, das wollte ich nicht. Und dann habe ich Einzelaktien gekauft. Aber hätte auch immerhin Microsoft war dabei. Microsoft und SAP habe ich dann gekauft, hätte also schlimmer kommen können. Ja, aber also absolut wichtiges Kriterium, wollte ich damit nur sagen, ne? Weil da bin ich mir auf die Nase gefallen. Mhm. Genau, also deswegen mir auch gesagt, also die müssten auch mindestens 5 Jahre am Markt sein, weil wir haben jetzt nämlich nach der Rendite der letzten 5 Jahre geschaut und wichtig, nach der Tracking-Differenz. Also man könnte ja jetzt meinen, okay, wir würden dann sagen, okay, hier nehmen wir uns die TER, also die Total Expense Ratio, das ist ja die sogenannte Gesamtkostenquote, die haben wir jetzt hier nicht herangezogen, denn laut den Untersuchungen von unserem Datenteam gibt es keinen validen Zusammenhang zwischen der Höhe der Total Expense Ratio und dem Anlageerfolg eines ETFs. Ja? Das ist ja super interessant, weil ich glaube, das wissen die wenigsten Leute und ganz ehrlich, ich hätte auch eher gedacht, da ist halt, also
ETFs sind ja laut Dirk Müller, oder Claude hat es gesagt, weil immer dummes Geld. Ne? Dummes Geld. Ja. Das heißt, man geht, das ist oder passives Investieren, das ist ein bisschen galanter ausgedrückt. Die haben jetzt irgendeinen Index normal oder irgendwas. Also so, so dumm sind sie jetzt nicht. Also ich sage mal so, wenn sie nur einen Index abbilden, irgendeinen großen wie ein S&P 500, dann sind sie sehr dumm, wenn man das so will. Wenn sie hingehen und das ist ein Cannabis-ETF oder irgend sowas, also so ein Nischen-Spezial-ETF, dann ist es schon ein bisschen weniger dumm. Ja? Weil da muss man ja mehr machen. Und ich glaube, die Total Expense Ratio bei diesen Nischen- oder Spezial-ETFs ist wahrscheinlich auch ein bisschen höher, ein Ticken höher, als genau. MSCI World oder irgend sowas, so ein 0815-Index, den du abdeckst. Genau. Aber, genau, jedenfalls, ich dachte auch immer, bleiben wir bei diesen dummen ETFs, also die halt einen breiten Index abbilden. So, was kann da schon schief gehen? Die bilden den halt ab, ja. Da gibt es irgendwelche Standardprozedere, die halt gemacht werden. Das heißt, das Einzige, wo die noch irgendwie was rausholen können, ist halt ihre Kosten noch mehr zu drücken, sprich die Total Expense Ratio. Es haben aber deine Kollegen haben aber festgestellt, es ist nicht so. Ja, also für uns ist die Tracking-Differenz die bessere Kennzahl, um die Qualität eines ETFs zu bestimmen. Tracking-Differenz ist, simpel gesagt, die Wertentwicklung eines Index, also zum Beispiel des FTSE Emerging Markets, minus Wertentwicklung des ETFs. Und das ist dann halt die Zahl, die herauskommt. Also das heißt, wenn jetzt hier dieser MSCI Emerging Markets IMI, also das heißt, das IMI heißt es, der auch Small Caps drin hat, neben Large und Mid Caps, also der ist wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Wenn dieser Index eine bestimmte Rendite erzielt, dann wird halt die Rendite des iShares ETFs auf diesem Index einfach abgezogen und das Ergebnis kann ja entweder positiv sein oder negativ. Plus 0,19% hat er hier jetzt Tracking-Differenz. Das heißt, dieser ETF, und deswegen ist er auch rot, heißt, der hat sich um 0,19% schlechter entwickelt als der Index. Also der Index ist besser. Mhm. Und deswegen ist eine negative Tracking-Differenz hier grün. Zum Beispiel der hier hat sich einfach auf Sicht von einem Monat leicht besser entwickelt als der Index. Okay, ja? Das ist ja super interessant. Also es gibt tatsächlich, das ist das Zweite. Die erste interessante Info war Total Expense Ratio, ist gar nicht so wichtig. Tracking-Differenz ist aussagekräftiger. Und jetzt die dritte Info, die ich interessant finde, ist, es kann sogar sein, dass der ETF besser läuft als der Basiswert. Basiswert, also der Index, den er abbildet. Ja. Jetzt muss ich mal, obwohl er eine Total Expense Ratio hat, das heißt, obwohl er Verwaltungskosten hat, jetzt muss ich mal fragen, ja, wie kann denn das sein? Ja, das liegt daran, weil da in den Verwaltungskosten sind A, nicht komplett alle Kosten drin. Also das ist der erste Punkt, aber das wird jetzt sehr, 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 sehr weit führen, das auszuführen. Also, und besonders Total Expense Ratio sagt, es geht halt nur um Kosten. Das heißt, es werden keine Zusatzerträge mit berücksichtigt in dieser Kennzahl. Und ein ETF kann natürlich selbstverständlich auch Zusatzerträge verdienen. Zum Beispiel, wenn man jetzt also in den Sitz in den USA hat und dort, sagen wir mal, also jetzt gerade haben wir dort ja auch nur 0,25%, aber wenn die Zinsen in den USA wieder höher sind und ETFs halten ja auch immer so ein bisschen Cash müssen die ja auch immer vorhalten, das kann ja auch Zinsgewinne auf ein Bankkonto dann bringen, ja. Das kann dann halt auch dazu führen, dass die Rendite dann besser wird oder die Tracking-Differenz dann sozusagen positiv wird, also besser als der Index. Ja, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn neues Geld reinkommt und der ist physisch zum Beispiel und das Geld ist nicht komplett investiert und der Markt kracht nach unten, da ist natürlich die Liquidität ein Grund, warum die Tracking-Differenz besser ist. Ja, das Geld, das noch nicht investiert war, das konnte ja noch nicht fallen mit dem Markt, ne? Nur als Beispiel. Genau. Aber das wären jetzt nur so Tages-, also da müsste ja an einem Tag dann sehr, sehr viel Geld eingehen. Also ist aber ein Punkt, also der kann da mit reinspielen. Halte ich jetzt für nicht so super gewichtig, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein valider Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist natürlich, dass, Wertpapierleihe, gibt es zum Beispiel? Wertpapierleihe, genau. Vielen Dank für die Hilfe. Das war's. Die Wertpapierleihe, wenn jetzt Hedgefonds Aktien shorten wollen,
dann brauchen Sie ja erstmal die Aktie, um sie leer zu verkaufen, ja? Also das heißt, die leihen sich die irgendwo und da kommen natürlich auch ETF-Anbieter in Frage, die halt die Aktien physisch instand halten. Und dann verdient man damit natürlich auch Erträge. Erhöht das das Risiko des ETFs? Also ja, das erhöht es. Und deswegen sagen auch manche Anbieter, wir machen so eine No-Wertpapier-Leihe-Policy sozusagen. Also wir verleihen einfach keine Wertpapiere. Und andere sagen ja, nee, also wir schätzen das Risiko als moderat ein und deswegen... Und deswegen sagen wir, ja, das ist jetzt kein Problem für uns. Ja, genau. Sieht man das bei euch auf der Seite, ob die Wertpapiere verleihen, die ETFs? Beziehungsweise im Vorprospekt muss man das doch irgendwo sehen, oder? Factsheet weiß ich jetzt nicht, ob es da mit drin steht. Im Factsheet müsste es halt irgendwie mit drin sein, ne? Ja, also okay, muss jetzt nicht so tief recherchieren. Ich finde einfach so die Basisinfo schon, die Basisaussage als sehr interessant, dass es tatsächlich halt sein kann, dass ETFs besser laufen als der Markt, den sie eigentlich abbilden. Ne? Genau. Also wenn es ein breiter Index ist. Okay, nee, das war schon ziemlich interessant. Möchtest du noch was sagen in dem Bereich oder sollen wir zu der zweiten Aktie kommen? Nee, gar nicht. Also können wir gerne zur zweiten Aktie übergehen. Übrigens, das möchte ich noch kurz sagen, also das hier ist nicht in Stein gemeißelt, das ist ein fortlaufender Prozess. Also wenn wir jetzt hier beim S&P 500 haben wir 4 ETFs drin und unser Datenteam nimmt alle 6 Monate eine Neubewertung vor und guckt dann wirklich, ob die ETFs hier weiter drin bleiben oder ob sie... eventuell, ob hier einer ausgetauscht wird. Also wir werden dann mit Sicherheit nicht so enorme Fluktuationen haben, das glaube ich jetzt nicht, aber betrachtet das dann bitte immer nur als so eine Stichtagsbetrachtung. Ja? Also das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass jetzt hier zum Beispiel dieser ETF von iShares oder so auch die nächsten 10 Jahre nach den von uns festgelegten Kriterien eine Top-Empfehlung von extra ETF bleibt. Und besonders... das muss man noch als Disclaimer mitgeben. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, kauf bitte diesen ETF, ja, sondern wir wollen einfach nur unterstützen. Und es ist definitiv nur für Anleger geeignet, die einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen von 10 Jahren plus X. So, und für diejenigen soll das hier eine zusätzliche Unterstützung in der Entscheidungsfindung sein. Nicht mehr und nicht weniger. Ja? Also das war mir noch ganz besonders wichtig. Nicht, dass jetzt die Leute hier denken, ah ja, extra ETF, diesen MSCI Emerging Markets ETF und jetzt Timo, die Leute, die hier auf dem Aktienfinder-Kanal sind, die sind ja alle super kompetent. Die meisten, da, wenn einige hier schon die Augenbrauen gehoben haben, also ETF gehört haben, aber auch die haben jetzt bestimmt noch einiges erfahren. Das Gleiche hätte ich auch beim Aktienfinder sagen können. Der Aktienfinder ist auch eine Unterstützung für die Leute, die da selbstständig langfristig investieren möchten. Also das ist jetzt genau dasselbe bei uns auch, also beim Aktienfinder. Ja. Aber so mal ein guter Hinweis. So, jetzt haben wir das Wort Aktienfinder gesagt. Kommen wir mal zu deiner zweiten Aktie, Timo. Zu meiner zweiten Aktie. Die du gekauft hast vor kurzem. Erinnerst du dich noch? Ja, ich erinnere mich vage. Ich suche jetzt gerade meine Zettel. fängt mit A an. Ich mache im Drucker. Sollen wir die GoPro machen, Thorsten? GoPro, oder? Dann fängt es mit G an. Okay, los, GoPro. Mit G. GoPro. Genau. Und wenn man jetzt, also das ist schon wieder so eine Aktie, wo jetzt vielleicht viele Leute, wenn sie den Chart sehen, sagen, oh mein Gott. Und wahrscheinlich auch zu Recht sagen in den letzten Jahren, oh mein Gott, weil ich glaube, da ist halt einfach viel schiefgelaufen in der Company. Wir haben hier den Chart, Moment, ich zeige ihn mal kurz, um das Ganze zu visualisieren. Börsengang 2014, ja? Ja. Okay, und dann kurzfristige Erfolgsstory. Aktienkurs ist bis auf $94, hat sich mehr als verdoppelt von $36. Ja. Momentan aber bei unter $10. War aber schon bei unter 3. Wow. Genau, und zwar auch aus meiner Sicht vollkommen zu Recht. Also, ja, jetzt habe ich es logarithmisch umgestellt. Jetzt sieht man hier, dass die Aktie auch wieder gestiegen ist. Okay, dann erzähl doch mal, du bist ja der GoPro-Experte. Also GoPro, also ich habe keine. Ich kann jetzt schon wieder nicht sagen, okay, das ist die beste Action-Cam aller Zeiten.
Ach so, du hast keine Kamera, aber du hast die Aktien. Die Aktie habe ich, nur die Kamera nicht. Gut, gut, gut. Aber ich fahre gerade auch einen Tesla und ich habe trotzdem schon mal die Tesla-Aktie geschortet. Also das eine schließt das andere nicht aus. Ja, das stimmt. Wenn man skrupellos genug ist, dann kann man das so machen mit Tesla. Ja, Leute, wir haben einen kleinen Versatz gehabt wahrscheinlich. Internetprobleme. Ist das wenn wir mit einer GoPro aufgezeichnet hätten, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Niemals, so, niemals. Ja, genau. Thorsten hat gehört, als dass ich die Tesla-Aktie geschortet habe, hat er mal eben schnell vor Schreck das Internet ausgemacht. Ne? Ja, genau. Ich verkraft viel, aber nicht alles. Aber nicht alles. Okay. Nee. So, jetzt geht's weiter mit GoPro. Wieder der Mann mit den Nerven aus Stahl darf weitersprechen. Du hast also in GoPro. Investiert. Also ja, Aktie ist zum Teil massiv eingekracht, in der Spitze auf 3 Euro runter. Und das hatte auch gute Gründe, weil sich das Unternehmen, glaube ich, einfach nicht gut entwickelt hat. Also ich glaube, das hat nichts mit der Qualität der Kameras zu tun. Wie gesagt, ich kann es total abschließend nicht beurteilen, weil ich kein GoPro-Nutzer bin. Aber das Geschäftsmodell war halt eindeutig. Die produzieren Kameras, geben sie in den Handel, dort werden sie verkauft. Zwischenzeitlich gab es halt auch, glaube ich, relativ viel Konkurrenz. Und natürlich bist du dann halt nichts weiter als ein Handelsunternehmen und verdienst auch relativ geringe Margen. Und ich glaube, da hat sich der Markt insgesamt einfach mehr versprochen. Und deswegen hat GoPro jetzt einen einigermaßen smarten Move hingelegt aus meiner Sicht, dass sie also von diesem, also dass sie nicht mehr ein Handelskonzern sind, sondern... Also, oder beziehungsweise ein Produkthersteller, ein reiner Produkthersteller sind, sondern dass sie sich auch zu einer Art Technologieunternehmen wandeln. Denn GoPro ermöglicht jetzt, dass du dich dort anmeldest und registrierst und dann quasi über ein Subscription-Modell eine Cloud und eine App zur Verfügung gestellt bekommst und quasi damit die Wertschöpfungskette erweitern. Also A, schalten sie den Zwischenhändler aus, weil sie so Leute auf ihre eigene Website locken und dann auch noch sagen, okay, du kriegst uns die Kamera dann auch noch mal 100 Euro oder 100 Dollar günstiger, wenn du das Subscription-Modell machst. Du bekommst zusätzlich von uns Tools, dass du halt Video und Tonschnitt und alles, was dazugehört, noch über unsere Seite sozusagen machen kannst und über eine App. Du bekommst von uns, ich glaube, es ist sogar unbegrenztes Datenvolumen, dass du halt die ganzen Videos hochladen kannst. Genau. Und damit wird ja im Wesentlichen die Wertschöpfungskette, nochmal, also ich bin, so muss ich es zeigen, so wird halt einfach verbreitert und gleichzeitig die Marge erhöht. So, also das heißt, die hatten vorher eine Bruttomarge von unter 30%, zumindest das Material, was ich auf der Investor Relations Seite gefunden habe. Sie gehen davon aus, dass sie künftig Bruttomargen von 40-43% verdienen können. Ja. Und jetzt komme ich mal darauf zu sprechen, wie und wo ich, zu welchem Kurs ich sie gekauft habe. Also ich hatte einen Einstieg. Wenn ich dich gerade kurz unterbrechen darf, also nämlich was du gesagt hast, das sieht man auch alles wunderbar hier bei der Investor Relations. Mir fällt sogar noch was ein, nachdem du GoPro ja gesagt hattest, habe ich mir auch mal kurz angeschaut, das Unternehmen. Ja. Was man hier sieht, ist eben die sogenannte Subscriber Growth, also das Wachstum der Abonnenten. Genau dieses neue Standbein, ne? Timo, das du auch so attraktiv findest. Und hier ist es Year-on-Year, Subscriber Growth 168%. Die haben halt erst damit angefangen. Deshalb gibt es jetzt auch so ein ganz starkes Wachstum und sind die Prozentzahlen so groß. Das kennt man ja auch, wenn man anfängt, Dividendenaktien zu kaufen, hast du auch von Jahr zu Jahr so ein hohes Wachstum, wenn du über Sparpläne reingehst, wie aus dem Schalterdepot machen. Aber prinzipiell tatsächlich, ja, es scheint zu funktionieren. Was anderes, was mir auch noch positiv aufgefallen ist, das haben die auch noch hier, das ist, ihre Kameras werden immer mehr Premium, beziehungsweise werden immer teurer. Hier haben die mal eine Zweiteilung gemacht in, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Billigkameras, das ist das hellblaue, und teure Kameras, die haben das bei, und man sieht halt, dass hier im Zeitverlauf dieses dunkelblaue, also das heißt also diese Premium, diese teuren Kameras, dass da der Umsatzanteil immer größer wird. Ja. Und wenn du halt Premium verkaufst, kriegst du halt auch Premium-Margen, ne? Und das hast du dann hier auch gesagt, das sind hier die Margen.
Und die sind halt jetzt von um die 30% auf mittlerweile schon leicht über 40% gestiegen. Das ist die Bruttomarge, von der du gesprochen hast. Genau. Und die operative Marge, die ist ebenfalls gestiegen. Die liegt jetzt bei 10%. Ja. Dann haben wir hier Also noch die 10% Umsatz. Marge, Nettomarge, das ist natürlich nichts, was einen komplett umhaut. Also das ist sowas, was BMW in guten Jahren dann irgendwie mal macht, 10% Nettomarge. Also ja, aber trotzdem, also es geht ja jetzt erstmal nur darum, okay, die erhöhen ihre Margen, die haben umgestellt auf ein Modell, auf ein Geschäftsmodell, was auf Abo-Einnahmen setzt im Wesentlichen. Und Also was Moment, also die haben ja nicht komplett umgestellt. Das ist für nicht mich aus komplett. meiner Sicht nur ein neues Standbein sozusagen, aber ein wesentliches, was stark wächst. Genau. Also, und Ja. was ja perspektivisch aus meiner Sicht der größte, also das Abo-Modell hat eine Bruttomarge, nur das Abo-Modell, von 70%. Und wenn wir jetzt wissen, okay, wir haben Subscription plus halt das normale Hardware-Geschäft sozusagen und wir haben insgesamt eine Bruttomarge im Konzern von 40%, dann ist ja klar aus meiner Sicht, wo das Wachstum herkommen muss in den nächsten Jahren. Ist ja, also, Ja. das ist, genau. Ja. Und um jetzt nochmal da also auch zwei Sachen. Also du hast ja vorhin bei TeamViewer auch nochmal so ein bisschen so Industrie 4.0, Augmented Reality, diverse Megatrends in puncto Digitalisierung angesprochen. Und das kann man jetzt hier bei GoPro vielleicht nicht so ganz, aber ich glaube, dass halt zwei Sachen gerade wichtig sind. Also A, wir kommen jetzt aus der Pandemie und es ist vielleicht mittlerweile hoffentlich, so Gott will, absehbar, dass wir nicht mehr in irgendwelche harten Lockdowns reinlaufen. Und ich glaube, die Leute haben so ein extremes Nach einen so extremen Nachholbedarf. Ja? Alle brennen schon irgendwie auf den Sommer. Mountainbike-Tour, Surfen, was weiß ich, der nächste Fallschirmsprung, einfach mal wieder raus, was erleben irgendwie. Und ich glaube, dass das jetzt nicht nur mit, ich will mal wieder aufs Oktoberfest oder so zu tun hat, sondern halt einfach die Leute haben jetzt die letzten 2,5 Jahre in der mehr oder weniger im Homeoffice gehockt. Und ich Ja, glaube, auch jetzt wird es mal wieder Zeit. Also das. auf dem Oktoberfest kannst du ja die GoPro auch benutzen. Die ist ja wasserdicht, ne? Das heißt, Ja, wenn sie dann Bier abkriegt oder so, geht sie ja nicht kaputt. genau. Außerdem ist die auch schunkelkompatibel. Das heißt, man kann es dann auch so schunkeln und die ist ja auch Ja, stoßfest. genau. Dann machen wir Also den ist Livestream dann über die GoPro, wenn es genau. ist. Genau. Genau. Also, genau, du weißt, worauf ich hinaus will. Die Leute haben ein extremes Nachholbedürfnis, was Freizeitaktivitäten anbelangt, sportliche Aktivitäten. Und ich glaube, dass das immer mehr kommt, dass, ich meine, es sind so viele Kanäle in den letzten Jahren entstanden. So viele YouTube-Kanäle, die tollen Content machen. Und die wollen alle besser werden, die wollen sich alle entwickeln und da braucht man halt einfach gutes Equipment. Und insofern glaube ich, dass das halt vielleicht kein, das ist kein Megatrend, aber das ist so etwas, worauf ich jetzt einfach mal so gedanklich für mich setze. Und ich sage auch nicht, dass ich die GoPro die nächsten 10 Jahre haben muss. Da bin ich mir ehrlicherweise noch nicht so ganz schlüssig. Aber ich finde, dass die GoPro auch in dem aktuellen Marktumfeld, wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz über Tech-Crash in der zweiten Reihe gesprochen und Potenzial im Nasdaq, dass halt, wenn man sie jetzt tatsächlich als Technologiekonzern, also so ein Mix aus Produkthersteller und Technologie bewertet, dass da ein KUV von 1,5, mit dem ich da rein bin, also ich habe die zu 7,80 € eingesammelt, das war also ein KUV von 1,5. Und ich habe, die Aktie hat also gerechnet auf 7,80 € Einstand, ein Forward-KGV von 10. Und das, ich glaube, dass halt die Story, selbst wenn man jetzt GoPro nicht sozusagen so auf dem Schirm hat, hey, das ist eine Must-Have-Aktie, aber ich glaube, dass das schon gute Argumente dafür gibt, dass viele Marktteilnehmer in dem aktuellen Umfeld halt auch auf die Idee kommen könnten, okay, so ein 10er KGV ist jetzt eigentlich wirklich nicht zu viel. Und Ja, ja. und tatsächlich ist es das so, dass die Aktie ja schon von ihrem Tief sich deutlich erholt hat. Also wir haben momentan einen KUV von 1,2 bei der Aktie. Das ist jetzt diese 1,2 bezieht sich
auf den erwarteten Umsatz des laufenden Geschäftsjahres, also Forward-KUV sozusagen. Und wir haben ja hier auch tatsächlich schon Kursgewinne. Die Aktie hat sich schon fast vervierfacht, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, 272%. Und man sieht ja auch, dass der bereinigte Gewinn, den ich hier eingeblendet habe, dass das ganze Ding wieder hier relativ gut aussieht. Ja. Wobei wir haben hier halt quasi schon so eine Art Deckel. Das heißt, momentan, wenigstens die Analysten, die erwarten jetzt nicht, dass es richtig durch die Decke geht, weil wir bereits hier schon sehr erfolgreich jetzt den Gewinn erhöht haben. Wir haben aber, wie du sagst, KGVs von knapp nur 10, ja, auf den bereinigten Gewinn, also 9,8. Und das ist natürlich nicht teuer. Kann man schon so sehen. Ich meine, so den fairen Wert mal drüber lege, ja gut, das ist jetzt halt so ein bisschen, und ich meine, den fairen Wert bei einem Wachstum von 10% aufs laufende Geschäftsjahr. Und ich denke, du hast die Aktie gekauft, auch weil du halt auch an das Geschäftsmodell glaubst, mit diesen Subscription-Services und so weiter, können wir wenigstens schon mal 12 machen und dann, Moment, ich muss es nochmal neu machen. Man nimmt nur dann, in diesem Fall kann man die Vergangenheit nicht nehmen, weil die Vergangenheit war ja nicht sehr erfolgreich. Und dann nehmen wir mal so einen 12er oder so und dann ist es schon hier, dass du kurzfristig schon nochmal mit einem kleinen Rendite-Boost rechnen kannst, so von 20, 25%. Ist Ja. natürlich alles ein bisschen spekulativ, überlappt sich mit was macht der Nestec und so weiter, aber ja, bist du wahrscheinlich ein bisschen optimistischer als die Analysten, aber das kann man ja durchaus sein, wenn man Argumente hat, ne? Ja, aber ich glaube, das niedrigste Kursziel, lass mich noch mal kurz nachschauen, ist also das Kursziel liegt im Schnitt bei 12,75 US-Dollar und sogar das niedrigste Kursziel liegt unter meinem Einstandspreis. Also theoretisch, also wenn jetzt diese Konsens-Analystenmeinung richtig ist, also da muss man ja auch immer ein großes Fragezeichen machen, dann hätte ich jetzt ein Upside von 50%. Also keine Aber Ahnung, so, wirklich. das so, so sollte schon reichen als Investment Case. Man muss ja unterscheiden. Also, wenn ich dir jetzt einen Preis oder hier einen Preis in den Raum werfe, dann ist das keine. Dann basiert er zwar auf Analystenschätzungen, aber es ist ein selbstberechneter fairer Wert. Das ist also, und das ist ja anders als das Kursziel von Analysten. Ne? Die haben dann wieder ihre Discounted Cashflow-Rechnung oder wer weiß, wie die das gemacht haben und dann sagen sie, ja, das ist der Preis. Genau. Nur da ist dann schon großes Upside-Potenzial dabei, auf jeden Fall. Ein bisschen spekulativ auch, aber du hast ja Argumente dafür. Genau. Genau. Moment. So, noch was zu GoPro oder soll ich noch zu meinem zweiten ETF jetzt kommen? Ja, zu deinem ETF. Lass uns gerne zu wieder über ETFs sprechen. Ja, und das wäre tatsächlich ein Nasdaq-ETF. Und hier haben wir ein bisschen Doppelung drin in meinem Geschäftsdepot. Ich habe durchaus mal die ein oder andere Tech-Aktie. Ich habe jetzt zum Beispiel versucht, auch ein bisschen bei die Dip zu machen und habe mal ein paar Amazon-Einzelaktien gekauft gehabt. Amazon ist natürlich auch im Nasdaq relativ stark vertreten, auch entsprechend in diesem Nasdaq-ETF. Ich zeige auch mal gleich, welcher ETF das ist. Der ist auch ganz, 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 ganz bekannt und der heißt, Moment, ich muss es mal zeigen hier. QQQ ist sein Symbol. Ist, glaube ich, Ja. einer der ETFs mit der größten Marktkapitalisierung. Also vom Nasdaq ist es ganz bestimmt. Aber diesen ETF jetzt selbst, den kann man gar nicht kaufen. Das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, weil er eben nicht UCITS-konform ist. Das heißt, die veröffentlichen nicht, also dieser spezielle QQQ, den ich jetzt hier habe, der veröffentlicht nicht dieses Kidsblatt und so weiter. Da müsste man dann halt auf einen anderen Nasdaq-ETF ausweichen. Hier sieht man dann normal halt, welche Aktien da hier stark gewichtet sind, unter anderem eben auch Amazon. Das sind halt die entsprechend die Doppelung. Aber ich kann soweit damit leben. Es sind immer noch genügend Unternehmen drin, in die ich eben nicht direkt investiert bin. Also insofern passt das für mich. Und ich hatte ja jetzt schon gesagt gehabt, Timo, ich könnte jetzt, also genau in diesen kann man jetzt nicht investieren. Als Privatanleger, als Institutioneller kann man es. Deshalb kann ich den kaufen, weil ich da institutioneller Anleger bin. Deshalb zählt diese EU-Schutzmaßnahme nicht für mich. Ja. Man hält mich hier tatsächlich noch für mündig genug, um in diesen ETF investieren zu dürfen. Aber es gibt ja Alternativen, Timo, ne? Wo man investieren kann. Könntest du vielleicht Also, mal wenn du kurz zeigen hier?
Ich gehe nochmal bei uns hier auf die Seite. Da siehst du auch schon, also den Nasdaq-Index haben wir jetzt nicht gescreent. Da bin ich auch gerade nicht im Bilde, ob das möglicherweise noch kommt. Aber es gibt halt abseits der klassischen ETFs Empfehlungslisten, die du, wie gesagt, hier findest unter der ETF-Suche, gibt es unsere klassische ETF-Suche. Ja? Und da kannst du dann sagen, ich möchte einen Aktien-ETF haben. Ist ja logisch, Nasdaq-Aktien. Die Anlagestrategie ist in dem Falle Technologie. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Wo ist die Technologie? Oder ist es jetzt halt einfach nur. Ah ja, so. Oder, ah, sorry, ich habe mich vertan. Nicht Anlagestrategie, der Sektor. So, Entschuldigung. So, der Sektor. Und dann würdest du hier einen Haufen ETFs angezeigt bekommen, unter anderem Nasdaq-ETFs, aber auch andere. Es gibt ja auch Cyber Security, World Information Technology und so weiter. Wenn du aber schon genau weißt, ich möchte einen Nasdaq-ETF, dann kannst du auch folgendermaßen vorgehen. Das hier oben einfach eintippern und dann zeigen wir dir hier also im Wesentlichen die Produkte an, die es so gibt. Und ich kann ja mal noch einen kleinen Blick in mein eigenes Depot gewähren. Also ich habe zum Beispiel diesen ETF hier, den habe ich auch gespart. Da sieht man dann hier wieder bei der Tracking-Differenz, dass der also ganz gut ist, also dass der sich im Wesentlichen mal genauso entwickelt wie der Index, mal hier auf Einjahressicht ganz, ganz leicht schlechter gewesen. Also das heißt, die Total Expense Ratio von 0,22, die kommt bei mir eigentlich gar nicht zum Tragen. Effektiv zahle ich halt im Wesentlichen nur diese 0,01 Ja, Prozent. das ist ja schon minimal, ne? Genau, das ist also deswegen, das ist das Schöne bei ETFs, also in puncto Kosten muss man sich da jetzt wirklich nicht beschweren. Und ich meine, so ein Dirk-Müller-Fonds kostet, ich glaube, 1,75 und der ETF hier kostet mich 0,1% und ein MSCI World kostet auch nicht wesentlich mehr. Ja, Und kann der Luxor Nasdaq 100 UCITS ETF Distributing, also ausschüttend, kann der mithalten, ja, mit dem Dirk Müller ja, ich glaube so, also ganz, Fonds? ganz knapp, Ganz knapp, ganz ne? knapp. Ganz knapp, ja. Okay, alles klar. Gut. Aber so screenen danach, also du hast jetzt die Namenssuche eingegeben, ne? Und dann hast du Nasdaq eingegeben, dann kamen da unterschiedliche Nasdaq-ETFs. Aber jetzt so screenen, wie beim Aktienfinder, nach Aktienscreen, zum Beispiel von der Branche oder so, was weiß ich, Lebensmittel oder Software, das funktioniert auch, ne? Also jetzt nicht Themen-ETF, sondern ETF-Suche, also das Ach eigentliche so, Screening ah meine ja. ich, das eigentliche Screening. Ja, okay, alles klar, ich Weil weiß. Also, das war jetzt der Shortcut. Du hast jetzt den Namen genau, eingegeben, das ich habe war nur den jetzt der Shortcut gemacht, genau. Und hier, ja, du kannst hier nach allen möglichen Branchen kannst du screenen. Also wenn du sagst Lebensmittel, dann finden wir hier auch direkt die Aber Indizes geht jetzt, da steht auch Indexauswahl da unten, das sehe ich doch. Indexauswahl. Ja, Indexauswahl geht auch. Genau. Da könntest du jetzt Nasdaq reinmachen oder wie? Achso, jetzt Einstellen. hier bei Lebens, weil ich schon Lebensmittel ausgewählt habe, geht das jetzt hier nicht. Moment. So, Ja. Indexauswahl. Ja, und dann siehst du ja alle, ne? Also es gibt schon einen Haufen Indizes. Und Moment. Ah, Gehen die wir rechts drauf. sind jetzt die ganzen. Ah ja, verstehe. Ja, genau. Also Nasdaq 100 kannst du hier auswählen und dann siehst du, es gibt hier diese 8 ETFs. Und dann, Ja, wenn das ist doch du. super, genau. Ja, genau. Und dann kannst du zum Beispiel hier sagen, ich möchte nach der Tracking-Differenz, möchte ich die screenen. Und dann wird das hier jetzt quasi auf die verschiedenen Laufzeiten dann entsprechend auch gemacht. Oder ich möchte sagen, okay, welche hat jetzt wirklich wie abgeschnitten? Da siehst du, dass die im Wesentlichen alle, ja, so gleich, warum der jetzt hier so abfällt, kann ich dir ad hoc jetzt auch nicht sagen, aber genau. Also, ja. Ist ja wesentlich, dass man das sieht. Man sieht, dass es hier Differenzen gibt, dass es also Sinn macht, das Ganze zu vergleichen. Genau, also das ist natürlich schon brutal. Was ist denn mit dem los?
Okay, also ja, will ich euch jetzt auch gar nicht mit langweilen. informierte Investoren, die extra ETF-Screener nutzen, denen fällt das natürlich sofort auf und die wissen, ah nee, da lieber nicht investieren. Da lieber nicht, Okay. genau. Nee, das wollte ich einfach nur wissen, dass man da auch danach screenen kann. Okay. Shortcut ist zwar ganz gut über die Namenssuche, aber so, das hier ist ja quasi die vollumfängliche Lösung. Genau. Also bisschen Pendant wie Screening im Aktienfinder halt mit Aktien. Genau, also da sind die Leute dann versorgt. Wenn der ein oder andere doch ein Nasdaq-ETF in der einen solchen investieren möchte, dann weiß er ja jetzt, wo er hingehen kann. Gut, dann hättest du noch eine dritte Aktie, richtig? Ja, genau. Da liegen jetzt gerade meine Papiere noch im Drucker. Das ist so ein bisschen blöd, aber ich glaube, ich habe es auch im Wesentlichen im Kopf. Also das ist jetzt Alphabet. Ich habe die C-Aktien übrigens. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. Hat jetzt überhaupt keinen speziellen Hintergrund oder so. Also ob jetzt die A-Aktie oder die C-Aktie. Die C ist immer ein ganz kleines bisschen drunter vom Kurs. Aber ansonsten gibt es halt jetzt, abgesehen davon, dass ich keine Stimmrechte habe, aber ja, ich glaube, das macht jetzt mir persönlich nichts aus und dem Management auch nicht, dass ich keine Stimmrechte habe bei Alphabet. Deswegen, also das war jetzt nicht so wichtig für mich. Ich habe die Ende des Jahres gekauft zu einem Einstand von 2.590 Euro. Wow, Und zu beide Dippe. 2590? Nee, Ja, ziemlich, oder? das war nicht so gedippt. Also ich Ach bin so, schon. Euro. Ich bin bei Dollar. Alles Ah, klar. Ich habe Dollar okay. Nee, hier. das war nicht gedippt. Okay. Ich, die, die Alphabet hat ja auch super Zahlen für vergangenes Jahr publiziert und ist dann nachbörslich gestern, also am Dienstagabend, nachbörslich nochmal um 10% gestiegen. Ich glaube, dass sie auch heute nicht großartig abverkauft wurde, sondern dass das halt alles solide ist. Ich habe die Alphabet, habe ich mal als Langfristinvestment seit, ich glaube, zum ersten Mal 2009 gehabt. Und dann habe ich sie im Zuge so Depot mal, also nicht ausmisten, aber umstellen. Ich habe meine Strategie geswitcht 2019. Da ist die dann halt raus. Und ich habe die dann einmal getradet 2020. Also getradet heißt, da war ich dann, glaube ich, 3 Monate oder so investiert, also nicht besonders lange und habe dann halt einen schnellen, kurzen Buchgewinn mitgenommen. Und jetzt bin ich aber nochmal rein und mit dem Fokus, die also in mein Core-Depot mit reinzunehmen. Also ich verfolge eine Core-Satellite-Strategie. Das hätte man vielleicht sogar am Anfang des Videos auch am besten nochmal erwähnen sollen. Also gut, dass ich das jetzt nach einer Stunde sage, wie ich investiere. Also ich habe einen langen Anlagehorizont, ich bin ein sehr risikoaffiner Investor, ich verfolge eine Core-Satellite-Strategie. Also im Core sind dann ein paar ETFs und ein paar Einzelaktien drin und dann baue ich hier und da mal zum taktischen Investieren mal ein paar Satelliten drumherum. Das können ETFs sein, aber auch Einzelaktien und das kann auch mal ein Derivat sein. So. Und die Alphabet soll jetzt halt in mein Core-Depot wandern. Also wie gesagt, 2020, das war halt wirklich mal, also vielleicht auch ein kleiner Glückstreffer, dass ich die dann halt im März nochmal für unter 1.000 bekommen habe. Dann habe ich sie irgendwo bei 1,4 verkauft. Jetzt im Nachhinein, da können die Leute auch zu Recht sagen, Bauzus, du Idiot, weil ja, und jetzt kaufst du so für 2.700 Euro oder 2.600 Euro. Aber ich habe halt jetzt einen anderen, sagen wir mal, Ansatz. Ja? Also das hat ja auch immer damit zu tun, was möchte man jetzt gerade irgendwie erreichen. Und genau, das war halt bei mir nicht gegeben, dass ich die halt 2020 langfristig. Genau. Also Alphabet ist ja so ein Klassiker, wohl auch zeigt, dass sich langfristiges Investieren lohnt, ne? Ja, Das total. heißt, im Nachhinein hättest du wahrscheinlich einfach behalten und nicht, du hast den 2009, glaube ich, schon mal gekauft und dann 10 Jahre später Genau. verkauft, hast schon einen dicken Reibach gemacht. Ja, das Aber war so. der Reibach wäre halt noch dicker, wenn einfach gar nichts gemacht hättest, ne? So Ja, ungefähr. das stimmt. Also time in the market beats timing, aber ich glaube, Ja,
Also ich werde in einem anderen Video auch mal meine Depot-Rendite zeigen und nochmal so ein bisschen darauf eingehen, wie ich 2020 performt habe. Also das ist jetzt, sagen wir mal, nicht so schlecht, aber klar, hätte ich jetzt weniger getradet oder gehandelt, auch mal so auf kurze Sicht, weil ich habe da halt auch ein, zwei Böcke geschossen, dann hätte ich eine bessere Rendite gehabt. Und wenn man jetzt einfach nur sagt, okay, hättest du einfach nur den MSCI World gemacht oder einfach nur den Nasdaq, dann ist das natürlich im letzten Jahr, wärst du dauernd mit 30% vorne gewesen. Also, beziehungsweise hättest du einfach 30% gemacht. Und ich habe jetzt irgendwas mit 14,8 oder so gemacht. Und das ist natürlich auch auf das Handeln, auf das ein bisschen aktivere Handeln und dann halt mal so mit einem Zertifikat dann ein bisschen, ja, also ist Ja, ungünstig. ist ja auch Aber oft so, dass man einen Spieltrieb hat, weil einem Aktien und so weiter so Spaß machen und man halt auch handeln möchte. Also man will handeln, also tatsächlich agieren in dem Sinne und ja. dann kauft man und verkauft man halt was. Ja, richtig. Ja. Aber klar, also, aber das soll jetzt ja auch nicht das Thema sein. Also ich bin jetzt bei der Alphabet drin und ich habe die zu einem KGV von so 26, 27 ungefähr gekauft. Kurs-Umsatz-Verhältnis ist irgendwo bei 7. Können wir jetzt hier nochmal nachprüfen? Stimmt Ja, das? Bei so. 7, ne? Also Forward Genau. ist sogar bei 6,3. Genau. Ja, also die Prognosen sagen, 2022 wird nicht so erfolgreich für Alphabet. Möglicherweise ist das auch einer der Gründe, warum sie dann also relativ analog zum Nasdaq 100 dann so abverkauft wurde. Also unter den großen Fangaktien ist gerade die Alphabet aus meiner Sicht die attraktivste. Also Ja, also die Bewertung, wenn man jetzt nochmal guckt, was so das Wachstum ist, sagt man auch, der Gewinn so. In diesem Jahr soll er halt erstmal ein bisschen seitwärts laufen, aber dafür hat man im vorherigen Jahr also einen ganz großen Gewinnsprung gehabt und das kann man halt nicht jedes Jahr wiederholen. Hat ja auch mit Corona zu tun gehabt. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, hier diese positive Corona-Welle, also in dem Fall positiv sozusagen. Und jetzt ist ja erstmal schon gut, dass man das hohe Niveau halten kann und danach soll es dann weiter nach oben gehen. Das ist jetzt erstmal kein schlechtes Zeichen, dass man halt ein extrem hohes Gewinnniveau schon halten kann. Das ist auch erstmal an sich positiv. Und wenn es dann wieder in den normalen Wachstumsmodus, sage ich mal, geht, um die 20% Wachstum und dafür ein KGV von momentan knapp 27, das ist jetzt nicht. Das ist jetzt nicht so überteuert. Und wenn man hier einen fairen Wert einblendet, dann siehst du ja auch, die nächsten Jahre mache ich hier mal ein bisschen weg. Also die ganz starke Prognose da immer mit Vorsicht zu genießen, aber noch ein Jahr mehr. Dann sieht man schon, wenn es wieder in den normalen Wachstumsmodus übergeht, dass man da ja schon eine nette Renditeerwartung hat. Aufs Jahr schon mal zweistellig, 10,5%. Ist schon okay. Also. Vor allem auch das Risiko ist überschaubar, halbwegs bei Alphabet. Kommt Ja, ja auch noch, das ist kommt ja halt auch der noch Punkt. dazu. Das ist halt der Ist eher Punkt. so. Ja. Im Also Gegensatz zu natürlich weiß ich jetzt GoPro und nicht. TeamViewer ist das ja eher eine sichere Wette. Also ich denke, und Alphabet ist wahrscheinlich auch der Posten, von dem ich sagen würde, ja, das ist der, mit dem ich dann auch jetzt eher wieder langfristig irgendwie noch ein bisschen älter werden möchte. Ja, bei den anderen beiden bin ich halt einfach, also ich glaube, die TeamViewer ist kurzfristig die attraktivste. Die GoPro finde ich witzig mit diesem Geschäftsmodell. Schwenk und der Margenausweitung. Mal gucken, ob das so funktioniert. Und ich finde sie auch, ich hoffe, dass auch ein paar andere Investoren, sie ist halt nicht so eine klassische Kunden- oder Privatinvestorenaktie. Die hat, glaube ich, auch keiner auf dem Schirm gerade. Und das finde ich jetzt halt vielleicht auch ganz interessant, weil möglicherweise steigt halt der ein oder andere Insti auch mit drauf. Okay, in einem Crash, wenn alles nochmal vielleicht irgendwie 10% nochmal runtergehen sollte, dass dann halt auch ein paar Leute sagen, naja, guck mal, die GoPro jetzt mit einem KGV von 10 oder vielleicht dann später auch mit 8, das ist nicht so unspannend oder das ist nicht so uninteressant, dann mal eine Position aufzubauen. Die haben eine Milliarde Market Cap und wenn da mal halt so ein, zwei, drei große Fische reingehen, dann schiebt das halt auch schon in den Kurs. Ja, richtig. Gibt's, ja, richtig.
Ja, ist ja auch immer interessant. Ich würde mich interessieren, ob der ein oder andere Investor vielleicht, der Zuschauer hier, auch GoPro oder in TeamViewer investiert ist, beziehungsweise wie ihr das so seht. Jetzt haben wir also die drei Aktien von dir vorgestellt, die du dir vor kurzem ins Depot geholt hast. Die Zuschauer wissen, dass ich auch ETFs habe. Ich glaube, sie haben auch ein bisschen was gelernt zum Thema ETF. Dass jetzt nicht die Total Expense Ratio unbedingt das Maß aller Dinge ist, sondern die Tracking-Differenz wichtig ist. Wo beziehungsweise wie sie auch ETFs finden können. Wo sie Aktien finden können, das haben sie eh schon gewusst. Im Aktienfinder natürlich. Ja, dann Timo, möchtest du noch abschließende Worte finden oder? Also erstmal hat mir total Spaß gemacht, Thorsten. Danke für deine Zeit. Danke auch für eure Zeit. Ich hoffe, ich konnte euch den einen oder anderen Insight geben und dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat. Und also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und Mir auch, ja. ja, Ich habe auch ein bisschen war was schön. gelernt. Also, vielen Richtung Dank. ETF vor allem. Ja, gerne. Timo, also viel Glück mit deinen Investments, egal ob Aktien Danke. oder ETF. Das wünsche ich den Zuschauern natürlich auch. Und danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ach, bis zum nächsten Mal. Wir werden uns wiedersehen, Timo, richtig? Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, Genau. Thorsten ist jetzt Kolumnist bei uns und immer wenn wir, also alle 2 Monate bringen wir ein Heft und möglicherweise werdet ihr Machen wir immer noch ein paar alle Videos zwei Monate zusammen. mal. Genau. Ist Genau. auf jeden Fall so geplant. Ja. Okay. Also dann bis zum nächsten Video und immer schön auf dem Kanal bleiben. Dann werdet auch uns beide wiedersehen. Ciao. Ciao. Tschüss, Timo. Tschüss.